als ich heute gehört, dass die Radio New Hoffnung, Neue Hoffnung, es sei da 1955 gegründet, habe ich mich gefreut. Da war Hufert und ich beide, war jeder von uns ein Jahr alt. Da haben wir auch mitgemacht bestimmt. Sie hören nur das Wort Radio New Hoffnung und die Geschwister reden von der Gabe und sie legen etwas hier, aber will ich Ihnen etwas sagen? Das schnellste Überweisung in der Welt geht in dieser Beutel, weil das Geld geht überall. Letzte Woche war ich mit meiner Frau in Ägypten, in die Stadt Ismailia, das ist eine islamische Stadt, islamische Stadt, war ich dort und wir haben in dieser Stadt fast etwa 27.000 Taxi. Das ist ungefähr in die Stadt 27.000 Taxi. Das weiß ich, weil ein Bruder aus der Gemeinde arbeitet im Verkehrsamt und ich habe ihn gefragt. Ich war am 20. März in einem Taxi und die fragte der Mann, wie geht's Ihnen? Hat gesagt, ehrlich gesagt, ist sehr schlecht. Die Situation, es gibt keine Ruhe, Unsicherheit. Man arbeitet den ganzen Tag, es gibt kein Benzin. Ich arbeite einen Tag und einen langen Tag warte ich in die Schlange bei der Tankstelle. Ich weiß nicht, wie kann ich meine Kinder ernähren. Dann habe ich gesagt, ich weiß, das ist sehr schwierig für einen Vater. Er hat gesagt, ja. Sagte aber, wir haben einen Vater, der fühlt mit ihnen. Da guckt er zu mir. Das habe ich an Peter aus Ismailia direkt geschrieben, weil ich konnte das nicht halten. Er hat gesagt, bitte, Sie reden von himmlischer Vater. Die Stimme ist mir nicht fremd. Sie sprechen über dem Radio vom Internet. Ich sagte, ja. Sagte, Radio New Hoffnung, Neue Hoffnung, das heißt auf Arabisch Amal al-Jadid. Ich sagte, ja. Sagte, wissen Sie, ich bin Muslim. Aber ich gehe nie raus von zu Hause, bevor ich dieses Wort jeden Tag höre. Ich habe ihn gefragt, woher kommen Sie an diese? Es gibt heute so viele christliche Radiosender. Vor einigen Jahren habe ich einen Kugelschreiber in Ägypten machen lassen, wo steht der Name von RNH, www.rnh.org. Und er hatte irgendwie ein Stift in seiner Hand, Kugelschreiber in seiner Hand gehabt und seit dieser Zeit sucht er und hört. Ich will Ihnen etwas sagen. Sie sitzen hier in der Schweiz oder in Deutschland, aber Sie können so viel Sache tun. Sie können die Botschaft Jesus. Ich stehe nicht heute in diesem Fest, um nur Reklame zu machen, überhaupt nicht. Aber Sie können so viel Sache durch Gebet aber auch tun. Vielleicht sehen Sie etwas bei dem Büchertisch. Sie sehen solche T-Shirts. Vielleicht sagt jemand, was macht das hier? Das ist ein T-Shirt. Es ist in Ägypten gemacht, reine Baumwolle. mit dem Logo von Mitternachtsruf. Aber hinten, das ist das Wichtigste. www.rnh.de, Radio New Hope. Das ist in Ägypten gemacht, ist gebügelt, die eine dort, von einer Schwester, einer jüdischen Schwester. Ägypten gemacht, jüdisch gebügelt, die Schweiz. Und die Schweizer und die Deutschen dürfen das direkt anziehen. Von dieser T-Shirt, liebe Geschwister, leben drei volle Familien in Ägypten. Geschwister im Herrn. Die leben durch Sachen. Es ist nicht, dass sie das kaufen oder nicht. Aber denken Sie, wenn Sie unterwegs mit solchen T-Shirts und die Leute das sehen oder lesen, irgendwann ein Muslim wird diese Radio hören. Wir haben auch die gute Nachricht. Ich mache keine Reklame auch, aber die Geschwister haben das vergessen. Die arabische Bibel war immer in diesem großen Format. Das wiegt ungefähr mehr als ein Kilo. Das Leben lang war diese arabische Bibel. Aber ganz neu ist gedruckt, dieser ganz Alt- und Neue Testament in diesem sehr schönen Format. Wenn ich das an einen Muslim Freund gebe, freue ich mich, dass ich ihm solches Buch gebe. Kann er das lesen? Oder habe ich gesehen,
bei der Buchmesse in Ägypten, in Kairo, bei der Buchmesse, die viele Frauen mit Kopftuch und verschleierte Frauen kommen an den Tisch, kaufen das Buch und verstecken das direkt unter, habe ich mit meinen Augen gesehen, die verstecken das direkt unter ihrer Kleidung, weil die können nicht nach Hause mit solch großes Buch. Es gibt dieses Buch auch dort. Wenn Sie ein Araber können, ein Nachbar, ein Mitarbeiter, jemand, der mit Ihnen etwas zu tun haben, dass das beste Geschenk, was man gibt, Gottes Wort für einen Muslim. Und der Herr hat gesagt, mein Wort wird nie leer zu mir zurückkommen, aber bestimmt wird Frucht bringen. In dem Seelsorge, ein Fall werde ich nie mein Leben lang vergessen. Ein junger Mann, medizinischer Student, kam zu mir und hat gesagt, Elia, ich habe ein Problem, eine Frage, die in mir. Seit Jahren suche ich die Antwort. Obwohl bin ich zufrieden mit meinem Studium und bin ich zufrieden, dass eine gute Zukunft wartet auf mich. Aber meine Probleme, die Tag und Nacht mich begleitet, ich will gerne wissen, wer ist mein Vater. Hat eine lange Geschichte erzählt. Und er weiß nicht, wer ist sein Vater. Ich habe zu ihm richtig sehr gut zugehört. Und manchmal in dem Seelsorger kommt die Frage, wo man nicht sehr schnell beantworten kann. Für mich die Frage war auch Überraschung. Wer ist mein Vater? Es hat ihm nie geholfen, dass er in ein sehr gutes Heim groß aufgewachsen ist. Es hat diese Sache nicht erfüllt, dass er in einer guten Uni und einem sehr guten Studium, es hat ihm nicht geholfen, er ist gesund. Er hat ihm nicht geholfen. Es fehlte dieser Innere. Wer ist mein Vater? Vielleicht verstehen wir das nicht ganz, weil wir haben das selbst nicht erlebt. Der Heilige Geist hat in mir gesprochen, in diesem Moment, dass ich mit ihm über den lebendigen Vater rede. Er hat gesagt, ich wollte wissen, wer ist mein Vater, auch wenn er gestorben ist. In diesem Moment haben wir gesprochen über unser Vater, unser Vater. Ich danke dem Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen. Der Bruder heute ist ein sehr berühmter Arzt, sehr starker Evangelist. Wir treffen uns ab und zu. Ein sehr guter Evangelist mit Leib und Seele, weil er hat seinen richtigen Vater gefunden. Er hat den lebendigen Vater gefunden. Er ist nicht mehr ohne Familie oder ohne Haupt. Er hat den Haupt gefunden in dem lebendigen Vater, der Vater unserem Herrn Jesus Christus. Übrigens, ich möchte mich entschuldigen bei dem Bruder David. Der hat zu mir ein E-Mail geschickt. Elia, schick mal mir deine Zekesse, deine Manuskripten, dass ich das geben, die wird übersetzt auf Spanisch und Englisch. Ich habe geschrieben, ich weiß nicht, ich vorbereite den Gottesdienst 3-4 Mal und am Ende predige total etwas anderes. Da bitte ich, dass er das versteht. Und ich kann jemand von Ihnen heute Abend geben, was ich gesagt habe, das für ihn ist genug. Zuerst kam zu meinen Gedanken zu sprechen über das Wort Vater. V-A-T-E-R, Vergeber, Allmächtiger, Treuer, Ewiger und Reicher. Aber danach, Gott hat mich genommen zu diesem Thema, Vater, unser Vater und sein Geschenk. Jeder Vater gibt seinen Kindern Geschenke, aber diese Geschenke passt mit seinen Möglichkeiten. Ein Vater gibt sein Kind
etwas Süßigkeiten. Der andere gibt vielleicht eine Kamera oder ein Mobiltelefon. Der Dritte kann ein Auto für seine Tochter, für seinen Sohn geben. Was hat der lebendige Vater im Himmel uns gegeben? Er hat seinen eigenen geborenen Sohn für uns gegeben. Kann man sagen, er hat uns sich selbst gegeben. In Jesus Christus sind wir Gottes Kinder geworden. Ich möchte von einer ganz neuen Übersetzung etwas lesen. Das ist der Neue Testament, ganz neu auf dem Markt, auf Arabisch-Deutsch. Die Hälfte hier auf Arabisch von links, rechts nach links. Und dieselbe Bibelverse von links nach rechts auf Deutsch. Das ist gemacht für meine liebe Geschwister aus islamischem Hintergrund. Mit sehr leichten Worten, dass die das verstehen. Und wir geben das immer als Geschenk. Wenn kommt ein Araber, ein Muslim nach Deutschland und er will deutsche Sprache lernen, wir geben das und sagen, das ist wie ein Wörterbuch. Kannst du direkt Arabisch und Deutsch lernen. Das ist sehr gut. Ich möchte die Worte, die kamen in Galaterbrief, Kapitel 4, Verse 4, lesen. Galater 4, ab Vers 4. Und bitte versuchen Sie mit zu nachfolgen, die Geschichte Gottes, der Vater, mit uns. Aber zu der von Gott festgesetzten Zeit sandet er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangenen des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen könnte. Weil ihr nun seine Kinder seid, schickte euch Gott seinen Heiligen Geist, denselbe Geist, den auch der Sohn hat. Derselbe, deshalb dürft ihr jetzt in Gebet zu sagen, lieber Vater, ihr seid nicht länger Gefangene, das Gesetz, sondern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erbe, denen alles gehört, was Gott versprochen hat. Diese Übersetzung passt mit meiner total zerbrochenen deutschen Sprache. Da gefällt mir, weil ich verstehe es sehr gut. So war die Geschichte. Gott ist in Jesus erschienen. Jesus ist wie uns geboren, aber ohne Mannes Wille, kommt durch den Heiligen Geist. Und Jesus hat getragen alle unsere Schuld. Und dann haben wir den Stempel, Römer 5,1. Wer weiß auswendig dieses Bibelvers? Bitte. Wer? Römer 5,1. Ja, bitte schön, Bruder. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Natürlich, nach die aller Bücher, die du geschrieben hast, da musst du das wissen. Gottes Vater und sein Geschenk. Das schenke ich dir, mein lieber Bruder. Da kannst du bitte Imre erreichen. Ja? Vielen Dank, Bruder Libby. In meiner Heimat und in allen arabischen, islamischen Ländern kann keiner in ein Amt arbeiten ohne einen Stempel. Als ich für die Uni in Ägypten gearbeitet habe, da musste ich zu diesem Amt gehen und muss man diese Finger drücken,
Dieser Finger, zweiter, drei und der andere, danach die beiden Hände. Alles. Und danach wird dieser Fingerstempel genommen, untergeredet und suchen, ob ich Probleme oder etwas Krimineller oder etwas. Und wenn alles sauber, kommt auf die Papiere ein Stempel, auf Arabisch heißt La Shay, heißt kein Schuld. Ohne diesen Stempel kann keiner im Beruf arbeiten. Diese Hand, was wir sehen in dem Hintergrund, diese Hände hat alles getragen. Die Hände Jesus hat unsere Schuld getragen, dass wir saubere Hände bekommen und danach werden wir dieser Römer 5,1 bekommen. Es ist kein Schuld, wir sind befreit. Das ist das schönste Geschenk, was Gott uns gegeben hat, durch seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, dass wir sind befreit von unserer Missetat, von unserer Schuld. Wir haben den Schuld gemacht, aber er hat es bezahlt. Ich lese von Römer 5,1 dieser Vers von dieser Übersetzung. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, steht nun nichts mehr zwischen uns und Gott. Wir haben Frieden mit ihm. Kein Schuld, kein Distanz, kein Finsternis zwischen wir und Gott, weil durch Jesus Christus ist die Tür geöffnet. Und bevor ich über dieses Geschenk genau spreche, will ich sprechen zuerst über, was für Möglichkeit hat unser Vater. Was kann er geben? Da brauche ich ein bisschen mit ein paar Bibelverse zu lesen. Das Erste, was kann unser Vater geben? Sein Reichtum. Er ist reich. Er kann schenken. Im Psalm 145, Vers 16. Ich mag dieses Vers. Es ist oft in meinem Gebet. Er öffnet seine Hände. Du tust deine Hände auf und sättigt alles Lebendigen nach Wohlgefallen. Eine Frage. Ich finde keine Antwort. Wenn Bruder Norbert oder Bruder Liebe oder jemand weiß, bitte helfe mir. Wer hat die Manna jeden Tag morgens früh oben vorbereitet und runtergeschickt? Wer? Wer hat die Manna gemacht? Ich weiß nicht. Heute lasse ich in meinem Zimmer, in 5. Buch Mose, dass die Schuhe nicht kaputt geworden, die Füße waren nicht verschwollen und die Kleidung war nicht kaputt. 5. Mose, das war 29. 5. Mose, 29, Vers 5. Die Kleidung geblieben 40 Jahre. Entweder glauben wir oder lachen. Das ist der Vater. Ich habe mit einem Bruder bei dem Kaffeepause gerade gesprochen, dass ich mit meiner Frau bei ihm übernachten wollen. Ich habe in Mönchengladbach eine Goldhochzeit. Ich werde predigen in dieser Goldhochzeit. Vor 25 Jahren habe ich für die beiden Ehepaare in Ägypten in Ila Server Hochzeit dieser Gottesdienst erhalten und die wollten unbedingt in dem Gold. Und die wohnen in derselben Stadt. Und der Bruder hat mich gefragt, wann kommt ihr? Es sagte in dieser Tag. Und danach hat er gesagt, und der Herr weiß, wann ihr weggeht. Ja? Wer kann viele Gäste einfach haben? 600.000 Läufer, 40 Jahre lang,
wollen essen und trinken. Wer kann das tun? Unser reicher Vater. Er ist reich. Er kann. Er öffnet seine Hände und gibt die Vögel, gibt die Tiere, gibt überall. In Hiob, Kapitel 38, endet dieser Kapitel mit diesem Vers. Wer guckt an die kleinen Raben, wenn die für ihn gucken und warten auf die Nahrung? Man weiß, dass die Raben, Hiob 38, richtig Vers 41, das letzte Vers. Die Raben, wenn die Kleinen kommen raus von dem Eier, die Eltern gehen weg und lassen die Kleinen in dem Nest. Alle Vögel haben Gefühl an ihre Kleinen, aber die Raben nicht. Da kommen die Kleinen an dem Tier von dem Nest und öffnen ihre Schnabel und warten. Gott hat vorbereitet, dass eine Art von Schleim kommt zwischen die Schnabel. Von dieser Schleim kommt ein Geruch. Viele kleine Insekten mögen dieses Geruch. Die kommen an die Schnabel, werden festgehangen und die Kleine schließt und frisst. Er öffnet seine Hände. Er kann alle seine Kinder satt machen. Nicht nur im Alten Testament, aber überall. Ich durfte mit meiner Frau in Ägypten dieser Tage die Tränen des Freude sehen. Die Tränen des Freude. Diese Gemeinde dort ist sehr lebendig. Aber die Gemeinde ist unter Druck, wo keiner kann das vorstellen. Das ist die Gemeinde, die in einer sehr islamischen Stadt, unsere Stadt heißt Ismailia, kommt von dieser Name Ismail oder Ismailiten. Der Gründer für die Muslimbruderschaft überhaupt kommt aus unserer Stadt. Das ist eine Stadt, islamische Stadt. In dieser Stadt ist die Gemeinde ist sehr lebendig. Die Gebäude ist sehr veraltet. Ich war als Kind in der Kinderstunde in dieser Gemeinde. Jetzt die Risse sind überall. Die dürfen das nicht renovieren und direkt an die Straße. Wie oft habe ich erlebt, mitten im Gottes Wort kommt ein Beutel voll mit Sand oder Mist oder etwas an die Frauen oder an die Männerseite. Und da kam ein Nachbar mit einer CD, mit sehr lauter Koran, direkt an dem Fenster. Genau, wenn man predigt. Wenn man hört das Predigt auf CD oder Kassetten, da hört es sehr schlecht, weil Koran die ganze Zeit. Gott hat ein Grundstück gegeben an die Geschwister. Die haben ein Haus gebaut für den Herrn. Aber die mussten die Gemeindesaal in die zweite Etage bauen. Weg von der Straße, wo immer Unruhe und diese Anfechtungen. Und die dürfen kein Fenster an die Straße. Kein Fenster an die Straße. Aber das Problem war, dass so viele Mütter und Brüder, die Probleme mit Beinen haben oder behinderte Geschwister, die können nicht zum Gottesdienst kommen. Wie können die Treppe hochgehen? Geschwister haben gebetet für Aufzug. Das habe ich gehört und danach haben die zu mir geschrieben. Ich habe mitgebetet. Dann habe ich an die Mission hier ein E-Mail geschickt. Und die liebe Geschwister haben das genehmigt. Ingeborg und ich sind nach Ägypten geflogen mit dem Geld. Und als ich das Geld an die Geschwister gegeben, ich habe die Tränen gesehen. Wie die Tränen. Eine Dame hat gesagt, mein Sohn, sie ist gesessen. Sie hat außer Freude, könnte nicht stehen. Wie der Herr hat gehört. Ja, du tust deine Hände auf und sättigst alle Lebendige nach Wohlgefallene. Vielleicht hast du eine Gebetsanliege. Wartest du? Wir brauchen auf dem Herrn zu harren. Wir brauchen auf dem Herrn zu vertrauen. Er kann. Er kann. Wer sonst? Noch Eigenschaft von unser Herr. Er ist grenzlos. Deswegen
Sein Geschenk ist ohne Grenzen. Er gibt ohne Grenze. Ein Bibelvers dafür. In Hiob 37, 23. Den Allmächtigen finden wir nicht. Er ist von unbegreiflicher Kraft, voll Recht und Gerechtigkeit. Er beugt sie nicht. Noch weiterer Bibelvers. Aber wer kann ihm ein Haus bauen? Salmo hat das gesagt. Wer kann ihm ein Haus bauen? Denn der Himmel und aller Himmel können ihm nicht fassen. Und wer bin ich, dass ich ihm ein Haus baue? Es sei denn, um vor ihm zu räuchern. Er ist grenzenlos. Seine Gabe hat keine Grenze. Noch eine Eigenschaft für unser Vater, der diese Geschenke gibt. Er ist unveränderbar. Deswegen, sein Geschenk ist beständig, die bleibt. Ein paar Verse, Psalm 90, ist sehr bekannter Vers, Vers 2. Übrigens, manchmal, wenn Sie mit mir nachfolgen, manchmal auf arabische Sprache, Vers 2 wird auf arabisch 3 oder das Gegenteil, weil nach jeder Psalm, es gibt immer ein Thema oben. Auf deutsche Sprache, dieser Thema ist Vers 1. Aber bei uns, es gibt keinen Vers außer dieser. Deswegen, das ist hier Vers 2. Vielleicht finden Sie das bei Ihnen, Vers 3. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Er ist unveränderbar. Er ändert seine Meinung nicht. Manchmal habe ich für meine drei Kinder Geschenke aus dem Ausland mitgebracht, als die noch zu Hause. Und danach komme ich nach Hause und Ingeborg gesagt, dieser oder jenes hat mir eine sehr schwierige Zeit gezeigt. Da ändere ich direkt alle mein Gefühl, meine Meinung und sage, er ist nicht würdig, dieses Geschenk zu nehmen. Ich ändere meine Meinung. Aber dieser Vater macht das nicht. Macht das nicht. Der verlorene Sohn ist weggegangen, hat alles verloren. Aber das hat der Vater seine Liebe und seine Gabe nie verändert. Mit vollem Gnade hat gewartet, hat der Beste, der erste Kleid gegeben, hat einen Stempel, einen Ring mit Stempel gegeben, hat die Schuhe vorbereitet, hat der beste Ochs geschlachtet. Gott ändert seine Meinung nicht. Gottes Gabe steht nicht auf meiner Situation. Er ändert seine Liebe nicht. Er ändert seine Gabe nicht. Es gibt ein paar Verse, wenn man noch ein bisschen nachfolgen, aber dieses Vers will ich unbedingt lesen. Maleachi 3, 6. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Und das Wort Kinder Jakob, die tröstet mich. In Psalm 146, Vers 5. Psalm 146, Vers 5. Selig sind die Kinder Jakob. Selig sind die, die haben der Herr des Jakob. Selig. Warum Jakob? Warum Jakob? Jakob, der schwach war. Jakob, der fliehen. Jakob, der betrügt. Jakob, der hat seinen Vater belogen. Selig sind, die der Vater Jakob oder der Herr Jakobs haben. Und hier die Kinder Jakob. Genau wenn der Heilige Geist will zu uns sagen, habt keine Angst. Ich bin gekommen,
um die zerbrochene Stück zu helfen. Diese kleine Kerze, die kaputte Docht haben, ich will diese helfen. Ich will euch unterstützen. Ich freue mich mit diesem Vers. Der Herr wird sich nicht verändern. Er bleibt zu uns. Das ist ein Geschenk. Manchmal können wir das nicht vorstellen. Noch eine Eigenschaft, unser Herr. Er ist allmächtig. Keiner kann ihn am Schenken hindern. Egal, hat der Satan versucht, gegen Hiob mit Gott zu sprechen. Aber Gottes Gnade war mit Hiob. Trotz alles, was es von Problemen, Schwierigkeiten in seiner Gesundheit bestimmt, in seiner Seele auch. Aber in Hiob Kapitel 42 lesen wir, wie der Herr hat ihm gesegnet. Noch eine Eigenschaft, hier ist noch Bibelverse, wenn jemand das lesen will. Noch eine Eigenschaft, er ist gut. Sein Geschenk ist gut. Und hier in dieser Bibelvers im Psalm 25, 8. Der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er die Sünder auf den Weg. Die Sünder. Normalerweise muss er die Sünder verdorben. Normalerweise muss er die Sünder weg von der Weg nehmen. Aber er zeigt, er weist, er liebt die Sünder, nicht die Sünde. Er sucht die Sünder. Für jeden Sünder, der uns heute hört, auf dem Internet oder auf die CDs später, jeder Sünder hat eine gute Nachricht heute, dass Gott in Jesus Christus hat uns den Geschenke gegeben, wir sind ausgewählt, wir sind gewünscht. Er ist nicht gekommen für die Heiligen, die Guten, er ist gekommen für die Kranken. Dieser Bibelvers bewegt meinem Herzen. In Lukas Evangelium Kapitel 4 sagt der Geist des Herrn, auf mich, Lukas Kapitel 4, Vers 18, Lukas 4, 18. Der Geist des Herrn kam auf mich und hat mich gesalbt, dass ich für die Armen und die Zerbrochenen, für die entgefangen sind, für die Blinden, und er meint hier die Blinden geistlich natürlich, er ist gekommen für diese zerbrochenen Leute. Er ist gekommen für diese Leute, die nichts haben. Ein guter Nachricht, ein wunderbarer Geschenk. Noch Verse, Psalm 100, Vers 5, spricht, dass Gott ist gut. Noch eine Eigenschaft, hier ist noch ein bisschen Verse, wenn jemand das zu Hause nachfolgen will, kann er das nehmen. Noch eine Eigenschaft, er ist unsterblich. Sein Geschenk bleibt ewig. In 1. Timotheus 6, 16, der alleine Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und die ewige Macht. Amen. Wenn er lebt in solcher Licht und keiner kann das sehen. Wie können wir Gott verstehen? Ja, in Johannes 8, 12 kam Jesus und sagt, ich bin das Licht der Welt. Der Vater hat der Sohn
alles gegeben. Ich werde am Montag sprechen über seine Macht, aber nur jetzt. Der Vater hat die ganze Macht und er hat der Sohn den Macht gegeben. Da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht auf Erde und im Himmel und auf Erde. Und Jesus hat den Macht gegeben in Johannes 1, 12. Aber alle, die an mich glaubt, an ihm glauben, hat er denen den Macht gegeben, Gottes Kinder zu sein. Der Vater gibt den Macht zum Sohn und der Sohn gibt den Macht zu seinen Kindern, zu seinen Gläubigen. Er hat den Macht. Noch einer Gedanke. Er ist Liebe. Es gibt, er gibt, ohne es zu bereuen. Und der Bruder Thomas hat gestern gesagt, dass im Islam gibt es 99 Namen für Gott. Ich bitte Sie alle zu Hause, kommen Sie an dem Internet, die 99 Namen für Gott im Islam. Sie werden sich enttäuschen. Enttäuschen. Er hat gesagt, das Wort Vater gibt nicht und das Wort Liebe gibt es auch nicht. Es gibt schöne Worte, barmherziger, Geber, aber es gibt andere Namen für Gott im Koran, die passen nie mit Gott. Der Erlistig, der Erniedrigt, der Schlauer, der Hochnäsig. Bitte holen Sie das raus und lesen Sie selbst. Lesen Sie das selbst. Ich wundere mich nicht, das ist sein Vater, das ist sein Gott, nicht Vater, das ist sein Gott. In Ägypten in einer Hochzeit, in die Gemeinde, nach alles fertig, habe ich der alle Anwesenden gefragt, bitte, wir heben uns und wir beten das Gebet, der Herr Jesus uns gesagt hat. Da war ein Muslim aus Jordanien, kam extra, weil er war befreundet mit dem Bräutigam. Und er saß ganz vorne. Und die ganze Gemeinde hat gesagt, Vater unser im Himmel. Er hat ein bisschen sich, was man sagt, bewegt, oder? In dieser Abend, ich saß mit dieser Muslim junger Mann bis 2 Uhr nachts in die Gemeinde. Heute, er ist Pastor in Jordanien. Bete, dass der Herr ihn behüten. Durch das Wort Vater unser. Vater unser. Das ist ein sehr kostbares Wort. Weil wir haben das als Kinder gelernt, in der Kinderstunde. Wir sagen diese, ohne zu überlegen. Vater unser oder unser Vater. Das ist mein Vater. Er mit aller seiner Reichtum gehörte mir. Er ist die Liebe. Ich versuche das schnell kurz zu machen, dass ich zu meinen Worten komme. Unser Vater und sein Geschenk. Unser Vater und sein Geschenk. Dieser wunderbare Bibelvers, das wird nie alt. Nie alt. Auf Arabisch sagt, also hat Gott die Welt lieb. Und hier, denn so. Kann jemand für mich erklären, was heißt also oder denn so hat Gott die Welt geliebt. Denn so. Wir können das nicht beschreiben. Wir finden keinen Grund, warum Gott hat uns geliebt. Was gibt es in uns zum Lieben? Er kennt unsere Mentalität, aber kein Wunder. Er hat uns gemacht. Wir sind seine Werke. Er liebt seine Werke. Die Geschichte habe ich gehört oft von Missionaren bei uns als Kind. Über ein Kind, der hat mit Blech ein kleines Boot gemacht und ist zum kleinen Kanal und die Mitte im Spielen, dieser Boot ist hingefallen, gesunken. Ein Fischer hat das mit dem Fisch in sein Nest und danach der Fischer hat das in ein Flohmarkt
Und das Kind hat dieses Boot gesehen, wollte das kaufen. Und der Mann hat aber saftige Preise gemacht. Und das Kind hat alles, was er in die Spardose gebracht, und hat gesagt, ich will das. Manche haben gedacht, er ist verrückt. Wer kann in einer dieser blischen, kaputten Boot so viel Geld bezahlen? Aber das Kind weiß, das habe ich persönlich gemacht. Das habe ich gemacht. Der Herr hat dich gemacht. Du bist sein Werk. Du bist ein sehr kostbares Stück. Er hat dich gemacht. Deswegen, er nur, der versteht, wie du kostbar bist. Guck mal nicht an deine Mentalität, guck mal nicht an deine Sünde, guck mal nicht an deine Schwachheit, aber guck an den Preis, der in dir bezahlt. Wir haben in Ägypten eine Tradition, wenn man geht zu einem Goldschmied und kauft zum Beispiel Ring, kommt ein wunderbarer Schachtel, sehr schön von außen, und wird das Ring, der Ring in dem Schachtel. Wie viel kostet ein Schachtel? Nichts. Aber wenn dieser Ring kostet $1 Million, der Schachtel mit dem Ring kostet $1 Million. Ich, und wenn du das akzeptierst, und du, wir sind nur, ihr habt gesagt, nicht ich. Ihr habt gesagt. Aber du bist kein leerer Schachtel. Der Herr hat seine Gnade und sein Blut in dir und in mir bezahlt. Deswegen sagte Petrus in seinem Brief, wir sind ausgewählte Volk. Wir sind heilige Priester. Er hat hier geschrieben in seinem Brief, dass wir sind besonderer vor Gott. Liebe Geschwister, manchmal kommt der Feind und die spielt. Wenn ich eine Sünde gemacht habe, kommt er und versucht mich kaputt zu machen. Aber es ist sehr wichtig, dass ich weiß genau, wie ich sehr kostbar vor seinen Augen. In 1. Petrus Kapitel 1. Lies mal, da siehst du, wie du kostbares Person hier in seinen Augen. Eine Frage. Unser Vater, wie hat sein Geschenk uns erreicht? Manchmal man sieht ein wunderbares Geschenk, die ist sehr schön gemacht, mit Schleife. Sieht wunderbar aus. Aber innen drin vielleicht ganz Kleinigkeit. Wie hat Gott uns dieses Geschenk erreicht? Eigentlich in einer unvorstellbaren Verpackung, Situation, in dem Kreuz. In dem Kreuz Jesu hat Gott uns sein Geschenk gegeben. Das Kreuz ist Geschenk, ja. Deswegen hat Paulus gesagt, ich freue mich, ich bin stolz. Ich will keiner hinter euch wissen, außer Jesus Christus, auf dem Kreuz, der gekreuzte Jesus Christus. Weil in diesem Kreuz ist Gottes Gnade zu mir gekommen. Ich habe noch Probleme mit dem deutschen Sprache, Dativ und Nominativ, und versuche viel zu lernen. Vor 3 Jahren habe ich zu meiner Frau gesagt, ich habe geträumt, vor drei Tagen, bevor ich gekommen bin. Vor 3 Tagen habe ich geträumt, dass ich stand hier und da habe ich alles auf Arabisch wunderbar gepredigt und ihr habt alles verstanden. Aber leider, nächstes Tag habe ich entdeckt, das war nur leider ein Traum. Ich habe gesagt im Gebet heute in meinem Zimmer, Herr, gib mir die richtigen Worte oder lass die Leute Arabisch verstehen.
In dem Kreuz. Und ich will jetzt bitte beenden mit 3 oder 4 Bibelverse. Und ich möchte, die sind nicht geschrieben. Die möchte ich, dass Sie mit mir genau gucken. In Römer 5, 8. Römer 5, 8. Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb. Bis jetzt okay. Aber was kommt? Was kommt? Als wir noch Sünder waren, er hat uns dieses Geschenk im Kreuz gegeben. Wir waren noch in die Sünde. Was für Liebe ist das? Was für Geschenk ist das? Manchmal sitze ich mit mir selbst. Ich bin zum Glauben gekommen in dem Sommer von 1967. Da war ich 14 Jahre alt. Und bis heute sitze ich in der stillen Zeit und komme zu meinen Gedanken. Wenn ich gucke hinter, wie viel komischer und Missetat und die miserable Sache gemacht hat. Warum hat Gott mir geholfen und geliebt und er liebt noch? Das ist das Wort Gnade. Das ist die Gnade. Ein Lehrer in der Kinderstunde hat die Kinder gefragt, wer kann zu mir sagen, was heißt Gnade? Was bedeutet Gnade? Und ein ganz kleiner Kerl hat gesagt, ich. Gnade ist etwas Kostbares, teurer. Wir sind nicht würdig dafür, aber wir haben das kostenlos bekommen. Das ist die Gnade. Etwas sehr teuer, etwas wunderbar. Wir sind nicht würdig dafür, aber wir haben das umsonst bekommen. Das ist die Gnade. Die Verse, die ich mit Ihnen gucken, was passiert? Bei dem Kreuz passierte 3 Sachen in Matthäus Evangelium 27, 45. Matthäus 27, 45. Diese Festnis. Eine Festnis, 3 Stunden. Bei dem Kreuz. Zweitens, Erdbeben, 27, 51. Matthäus Evangelium 27, 51. Erdbeben. Und die Felsen sind zerrissen. So schwer war meine Sünde. So schwer. Drittens, 27, 52. Die Heiligen, Geschwister und die Toten, Geschwister, die heimgegangen, sind auferstanden, sind in die Stadt reingegangen. Und viele Leute haben denen gesehen. Was ist das? Als der Herr aufstanden, kamen diese Leute in die Stadt rein. Leute, Geschwister, die vielleicht, zum Beispiel Geschwister, wir können, dass die vor 10 Jahren heimgegangen oder 15 Jahre. Wir waren in ihrer Beerdigung und danach sehen wir, dass der Bruder oder Schwester kommt hier rein und wir sehen, was ist das? War Jesus auf dem Kreuz, wie manche denken, war er kraftlos? Ich möchte langsam zum Schluss kommen mit dieser Verse. Johannes 10, 18. Johannes 10, 18.
In dieser Übersetzung, was ich gerade in der Hand habe: Niemand kann mir das Leben nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht und die Freiheit, es hinzugeben, aber auch es mir wiederzunehmen. Haben die Juden Jesus umgebracht? Nein. Nein. In der richtigen Zeit, als die richtige Zeit gekommen, Gott hat seinen Sohn gesandt. Und da musste Judas und die aller Juden und die Kiafas und alle, die mussten das tun. Was ist am Kreuz passiert, war geplant, bevor du und ich zum Welt gekommen. Ich habe die Macht. Ich gebe mein Leben selbst. Nächster Bibelvers, Johannes 19, 28. Johannes 19, 28. Und dieser Bibelvers zeigt uns, dass Jesus auf dem Kreuz war mit vollem Kraft, mit vollen Gedanken, mit ganzem Willen. Johannes 19, 28. Als Jesus nur seine, 28. Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Da er erst sagte und wieder erfüllt sich damit eine Voraussage der Heiligen Schrift: Ich habe Durst. Bitte überleg mal mit mir ein bisschen. Er ist auf dem Kreuz. Diese Krone in seinem Kopf. Feuer in die Hände. Seine Seite ist gestochen. Die Füße sind fest auf dem Kreuz. Und in diesem Moment sagte die Bibel, in meiner Muttersprache sagte die Bibel genauso. Als Jesus sah, dass alles ist gelaufen, alles ist geschehen, dann hat er gesagt: Ich habe Durst. Warum? Weil einer von den Prophezeiungen war noch nicht geschehen. Die kam in Psalm 22, war noch nicht geschehen. Als er gesehen, alles ist passiert, alles ist genau passiert. In diesem Moment hat gesagt: Ich habe Durst. Lukas 23, 46. Dann hat er gesagt: Mein Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mein Vater, in deine Hände gebe ich. Einer von den Lehrern, die mich unterrichtet in die theologische Seminar, hat gesagt: Wenn Jesus dieses Wort nicht gesagt hat, dann wäre er nie gestorben. Mein Vater, in deine Hände gebe ich. In meiner Muttersprache steht nicht gebe, sondern wenn ich dir eine Sache gebe und sage: Bitte, Norbert, behalte das für mich bei dir. Ich werde das irgendwann nehmen. Behalte das bei dir. In diesem Fall, diese Sache bei dir heißt, das ist eine Leihgabe. Das letzte Vers für heute Abend. Johannes 19, 30. Wenn jemand stirbt, ich war 8 Jahre lang als Pastor einer Krankenhaus, deutscher Krankenhaus in Aswan, Ägypten. Ich war der Pastor, und wenn ein Kranker, ein Patient sehr krank ist, bevor er sterben, die rufen mich an, dass ich mit ihm rede, dass ich sicher sein, dass er hat Jesus, dass er hat die Botschaft gehört. Und wie oft
wie oft sehe ich die Leute, die Seele ist weg, Geist ist weg und danach der Kopf runter. Kommt der Arzt und sagt, er ist gestorben. Bei Jesus ist das Gegenteil passiert. Lies mal, in aller verschiedenen Sprachen, in aller Sprachen, steht hier in Johannes 19, Vers 30, als Jesus davon getrunken hatte, rief er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Kopf zuerst herunter, danach starb. Normalerweise, ein Mann stirbt und der Kopf geht runter. Er war mit vollem Kraft, mit ganzem Willen auf dem Kreuz. Bruder Eberhard hat etwas erwähnt über das Hauptziel, warum Jesus ist gekommen. Ich will das ergänzen und sagen, der Hauptziel von diesem Geschenk, der Hauptziel, dass Jesus gekommen und gestorben, dass er ein Braut auf die Erde bauen, dass er die Kirche bauen, dass du und ich zusammenkommen. Und das letzte Gedanke, wenn wir sagen Vater unser, das heißt, wir alle sind Geschwister. Wir sind Geschwister. Wer kann das tun, dass Leute von verschiedenen Nationalitäten, Hautfarbe, Sprachen, überall kommen die zusammen? Wir haben in Ägypten dieses Fest, Ostern, bei uns heißt der größte Fest. Wir haben zwei Feste. Kleiner Fest, das ist Weihnacht. Größter Fest ist Ostern. Vielleicht für euch, das ist ein bisschen nicht bei uns. Ostern ist das größte Fest. Wir leben in einer islamischen Atmosphäre, islamischen Welt. Und der Koran sagt, Jesus ist nicht gestorben, Jesus ist nicht gekreuzt. Die Muslime glauben, dass Judas war ähnlich, sah ähnlich wie Jesus. Und als die Jesus holen wollen, die haben Judas angegriffen und Judas ist auf dem Kreuz gegangen. Das sagte der Koran. Deswegen für uns, Ostern ist das größte Fest. Das ist die Herausforderung für uns als Christen. Wir loben und beten und folgen nach ein lebendiger Herr, nicht ein Herr, der ist im Grab. Eine Frage von dem Mund unserer gekreuzter Jesus. Jesaja 5, Vers 4. Jesaja 5, Vers 4. Eine Frage, nimm es bei dem Gebet. Was konnte ich an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hat er den Hirlinge getragen? Und ich habe doch Trauben von ihm erwartet. Er hat alles bezahlt. Er hat alles gemacht. Er hat geholfen. Er hat sein Leben gegeben. Er war zwischen zwei Räuben. Ist das Wort Schmach. In Schmach. Um uns frei zu machen. Wenn jemand in dieses Raum heute Abend hat Jesus Christus noch nicht als Herr und Heiland, ich ermutige dich, dieser Ostern wird richtig eine feierliche Fest, wenn der Himmel heute Freude hat, wenn jemand sein Leben für Jesus geben. Lasst uns beten.
كنت في تيهين وحيرتين وعمى قلب وظلمتين رآني الفادي أسرع إلي غفر ذنوبي فتح عيناي أسرع الفادي لنجدتي فك قيودي حررني أسرع الفادي لنجدتي فك قيودي حررني Lieber Vater, unser Vater, wir sitzen vor dir. Wir sind sehr dankbar für dein Geschenk zu uns. Wir verstehen nicht alles, warum hast du das getan? Wir wissen, wir sind nicht würdig dafür. Aber wir nehmen in dieses Fest dieses Geschenk mit Dankbarkeit. Helfe mir und uns, dass wir von diesem Geschenk weiter erzählen. Dass wir dieses Geschenk gut behalten. Komm mal zu der Welt des Islam und lasst unsere Freunde von Muslimen ihre Augen öffnen über deinen Kreuz in dieser Zeit. Dass die sehen die wunderbare Liebe Gottes, die in Jesus Christus zu unserer Erde gekommen ist. In Jesu Namen. Amen.